Ich begrüße Sie alle sehr herzlich, aber ganz besonders möchte ich die beiden Ehrengäste des heutigen Nachmittages begrüßen. Sie, verehrter Herr Kardinal Koch, und Sie, sehr geehrter Herr Deichmann. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und dass aus Ihnen im Rahmen dieses Festaktes aus Ehrengästen Ehrendoktoren der PTAV werden. Herzlich willkommen. Es ist eine besondere Ehre, von einer Palatine-Fakultät geehrt zu werden, in deren Mittelpunkt das Apostolat, die Mission steht. Und die Mission können wir ja nur gemeinsam tun, als Christen und Christinnen. Heute verleihen wir Herrn Heinrich Deichmann und Kardinal Kurt Koch gemeinsam die Ehrendoktorwürde. Heinrich Deichmann, ein wertorientierter und menschendienlich handelnder Unternehmer, Kardinal Koch, der unermüdlich unterwegs ist vor der Verständigung unter den Christen und Kulturen. Die Theologische Fakultät verleiht seiner Eminenz Kurt Kardinal Koch für seine vielfältigen Verdienste in Ökumene und Theologie den Doktor der Theologie ehrenhalber. Die Theologische Fakultät verleiht Herrn Heinrich Deichmann für sein vielfältiges soziales Engagement den Doktor der Theologie, Dr. Honoris Causa, ehrenhalber. Fallender 8. Dezember 2017. Dieses Reich wird nicht überleben, weil es die Juden angefasst hat. So lautete sinngemäß der Kommentar, den der Großvater im November 1938 angesichts der Reichskristallnacht machte. In der Pogromnacht 1938 hat mein Großvater jüdische Familien besucht und versucht, ihnen beizustehen. Er war als Freund der Juden in Essen-Borbeck bekannt. Ich stehe auch in der Tradition meines Vaters natürlich. Und für ihn war klar, aus christlicher Perspektive muss das Unternehmen einen tieferen Sinn haben, als nur Umsatz und Gewinn zu schaffen. Umsatz und Gewinn um seiner selbst willen im Reich Gottes ist nicht viel wert. Das Unternehmen muss dem Menschen dienen, dem Kunden, dem Mitarbeiter, Menschen in Not. Und es wird verheißen, dass Wolf und Lamm beieinander wohnen und dass der Säugling am Schlupfloch der Natter spielen kann, weil der Friede auch in die ganze Schöpfung eingekehrt sein wird. Blickt man freilich in die heutige Welt hinein, ist von diesen Verheißungen nicht viel zu spüren. Maria verheißt, dass Gottes Gnade unendlich viel stärker ist als die menschliche Schwachheit und dass sie diese nochmals überwinden kann.